Hallo zusammen, heute machen wir Entranya Pinwheels oder Skirtsteak Pinwheels, wie auch immer ihr diesen Fleischcut nennt. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Ich hatte ja in letzter Zeit öfter schon Fleisch vom Estillo Argentino aus dem Onlineshop dort, so auch heute. Entranya oder Skirtsteak oder Kronfleisch oder Saumfleisch hat viele Bezeichnungen. Und vor allen Dingen, es ist sehr, sehr variabel einsetzbar. Vor kurzem habe ich aus Entranya einen Schaschlikspieß gemacht. Das war schon sehr, sehr lecker. Vor ein paar Jahren habe ich Entranya mal genutzt als Schmorfleisch und habe süß-saures Fleisch im Dutch-Ofen gemacht. Das war schon eigentlich ganz geil. Heute machen wir Pinwheels. Pinwheels kommen eher so aus dem Amerikanischen und bezeichnen eigentlich, eine Rolle. Also gerolltes Fleisch, was in irgendeiner Art und Weise noch zusätzlich gefüllt ist. Wir nutzen jetzt hier heute jungen Spinat und einen Räucherkäse und rollen dann unsere Entranya-Stücke einfach auf mit der Füllung drin. Das Ganze wiederholen wir dann. Die genauen Mengenangaben für dieses Rezept gibt es im Übrigen wie immer unten in der Videobeschreibung. Also für den Fall, dass ihr es mal angucken wollt, alles da. Dort gibt es auch den Link zum Online-Shop. Ja, wie gesagt, das Ganze wiederholen wir jetzt immer weiter mit den anderen Entranya-Stücken. Und dann setzen wir die Rolle oben drauf und rollen einfach immer weiter. Das Schöne ist, die Entranya-Stücke sind wirklich sehr gleichmäßig. Von der Höhe, von der Dicke, von allem. Das heißt, wir können diese sehr gut aufrollen und es sieht am Ende sehr schön aus. Man könnte auch fast Fleischrose dazu sagen. Aber am Ende finde ich die Bezeichnung Pinwheel aus dem Amerikanischen etwas treffender. Wenn ihr auf solche kreative Rezeptideen steht, dann darf ich euch vielleicht noch mein neuestes Buch ans Herz legen. Barbecue the American Way ist seit März erhältlich. Das erste Buch, ich grill Smoker, ist mittlerweile ausverkauft. Das gibt's also nicht mehr. Sorry für alle, die das noch nicht bekommen haben. 4000 Stück sind weg. Freut mich sehr. Vielen Dank an der Stelle für die Unterstützung. Ja, ich rolle jetzt hier einfach immer weiter. Fehlt noch das vierte Entranya. Das habe ich diesmal ohne Käse, einfach nur noch mit Spinat belegt. Ich denke, Käse ist schon reichlich vorhanden. Und dann müssen wir das Ganze nur irgendwie fixieren. So, das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt hier alles einmal fertig zusammengerollt. In dem Fall nehme ich jetzt Spieße. Hab so kleine Spieße, gehen aber Holzspieße. Irgendwie eine Art und Weise, wie man das Ganze komplett fixiert. Am besten so 3 bis 4 Stück. Einmal durchstechen und so lässt sich das Ganze unfallfrei auf den Grill und auch wieder vom Grill zurücktransportieren. Ich salze jetzt das Ganze noch von beiden Seiten, in dem Fall mit Terrano Meersalz, geht aber auch jede andere Salzmischung oder halt einfach ganz normales Salz. Jetzt grillen wir beide Seiten scharf an, entweder auf einer Plancha oder in einer gusseisernen Pfanne. In dem Fall hier ist die Temperatur von meiner Triton Max Zone von Landmann eigentlich perfekt dafür. Wir heizen die Pfanne ordentlich auf, geben einen Schuss Rapsöl in die Pfanne und grillen dann oder braten von beiden Seiten das Pinwheel scharf an. In der Zwischenzeit habe ich bereits auch den Grill vorgeheizt. Linker und rechter Brenner sind an und wir haben also oben in der Mitte auf dem Warmhalterost indirekte Hitze, ca. 120-130 Grad im Deckelthermometer und lassen das Ganze dann bei indirekter Hitze fertig garen. Und jetzt folgt eine Geschichte aus der Kategorie, kann passieren, muss man aber eigentlich nicht haben. Ich nehme dann nach gut 45 Minuten mein Entranya Pinwheel aus der indirekten Hitze und dachte eigentlich so, wir sind fertig. Natürlich muss man zugeben, hätte ich jetzt mit einem Thermometer nachgemessen, hätte ich gemerkt, dass es eigentlich noch ein ganz gutes Stück ist, bis man das ganze Teil gar bekommt. Also insgesamt 45 Minuten indirekte Hitze, 110 Grad sind natürlich nicht ganz ausreichend, um das ganze Teil innen drin so gar zu bekommen, dass man es auch als Steak essen kann. Es sieht wirklich richtig geil aus und ich finde, der Anschnitt ist wirklich ein Traum. Aber man merkt natürlich eigentlich auch in der Mitte, das ist noch roh. Ich könnte euch jetzt als YouTuber, ich glaube es gibt sogar welche, die machen das so, einen vom Pferd erzählen, das muss so, das ist natürlich völliger Blödsinn. Ich habe das Ganze natürlich dann gerettet, habe das Ganze wieder aufgespießt, kurz einen Moment abkühlen lassen und dann das Ganze in der Pfanne nochmal zu Ende gebracht. Wie gesagt, sieht richtig geil aus. Am Ende muss man auch sagen, dass das Mischverhältnis von Röstaromen nur oben und unten und dem reinen Fleischgeschmack eigentlich auch kein gutes Verhältnis ist. Also am Ende ist das hier vielleicht sogar die bessere Lösung, wie man das ganze Gericht zu Ende bringt. Also nochmal richtig schön in der Pfanne
von außen anrösten lassen. Wir haben so wirklich ein viel besseres Verhältnis von Röstaromen zu Fleisch im Inneren. Und wie gesagt, natürlich, das Ganze war so nicht essbar bis zu diesem Zeitpunkt. Fehler können passieren, man muss nur wissen, wie man es rettet. In dem Fall wandert die Pfanne dann auch noch mal ein bisschen weiter auf direkte Hitze, indirekte Hitze. Ich glaube, das Ganze hat bestimmt noch mal eine halbe Stunde mindestens gekostet. Aber jetzt kommt das Ergebnis und das kann man wenigstens auch probieren. Also, teilen, liken, kommentieren ist immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0 auf 15 Barbecue seid, wäre es cool, wenn ihr es noch nachholen könntet. Ich werde das Ganze natürlich jetzt wie immer probieren. Grundsätzlich ist die Idee mit dem Käse und dem Spinat und so einem Entrania ja eigentlich schon richtig geil. Man muss es nur richtig zu Ende garen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.